Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und natürlich wieder Red Dead Online. Leute, gestern kam das Update online und mein Pferd schwebt in der Luft. Violet, was machst du da oben? Oh mein Gott. Violet, was geht bei dir ab? Geht's dir gut? Hast du Probleme? Kann ich dir helfen? Ich bin mir nicht sicher, Leute. Wir setzen uns mal drauf und wir sind irgendwie beide halb am Sterben. Also nicht wirklich, Leute, aber ich kümmere mich eigentlich ein bisschen besser um mein Pferd. Das neue Update ist da und wir können jetzt Moonshine herstellen. Also ich kann das jetzt gerade noch nicht. Wir müssen erst die Quest dazu machen. Aber Moonshine ist quasi Schwarzbrenner. Wir können Alkohol herstellen. Und das möchten wir natürlich machen. Also selbstverständlich möchten wir das machen. Und jetzt muss, glaube ich, nur noch ich was essen. Ja, okay. Ich habe es gerade irgendwie so nicht im Griff, Leute. Ich wollte eigentlich gestern alles noch machen, aber habe es leider zeitlich nicht geschafft. Und ja, wir gucken mal. Ich habe Goldbahn bekommen, gekauft, weil ich immer so stinkfaul bin und meine täglichen Herausforderungen immer nicht mache. Deswegen habe ich immer ein bisschen wenig Goldbahn. Aber das macht nichts, Leute. Ich habe welche gekauft und ist nicht so tragisch. Sie waren jetzt nicht so teuer. Und deswegen können wir jetzt in die Schwarzbrenner gehen. Dazu müsst ihr Händler Stufe 5 sein oder schon ein paar Lieferungen ausgeliefert haben. Ich weiß gar nicht, welche Stufe ich bin. Ich habe auf jeden Fall den Brief bekommen. Der ist hier, glaube ich. Wir gucken mal ganz kurz. Frohe Neuigkeiten. Ich habe gerade herausgefunden, dass eine alte Bekannte und Verehrerin zurück aus dem Reich der Toten ist. Eine gute Frau namens Maggie Fike. Vielleicht mit I. Ohne E, Leute. Okay. Haben Sie schon von ihr gehört? Sie war einst die größte Schwarzbrennerin westlich von Chicago. Okay, alles klar. Ja. Schwarzbrennerei und wir müssen jetzt auf jeden Fall zu Emerald Ranch. Emerald Ranch? Wo ist Emerald Ranch? Leute, es ist ein bisschen. Ich hätte gesagt, ich reite da jetzt hin und wenn ich da bin, wisst ihr Bescheid, dann bin ich zurück. Macht das Sinn überhaupt? Ich habe keine Ahnung, Leute, bis gleich. Und dann sind wir bei der Emerald Ranch und müssen jetzt mal gucken. Ich glaube, wir müssen hierher, oder? Hier, Saloon. Das sieht doch gut aus. You must be Crip's friend. I'll try not to hold that against you. Name's Maggie. Thanks for coming. She's back. Jesus, what are you doing? It's me. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bin ich erschrocken. Alter. Maggie Fike. We all thought you were dead. Yes, so did I. Guess you'll be wanting a drink. Come on, give me a hand. Biggest mistake of my life, not marrying this woman when I had the chance. Yeah, did have a colorful memory of things. Anyway, it's too late now. As you can see, I have gone and hit my prime. Well, I heard what happened to Hexen. Evil son of a bitch. Where you been all this time? Recovering. Lying low. Couldn't barely get out of bed for 6 months. And your nephew? Lem. Still in jail, far as I know. You seen Danny Lee yet? Oh, yeah, I've seen him. Cooking for the Braithwaites now. Guess me and him were done. Well, there's always Marcel. Heard he's not working for Leclerc anymore. Feller's a windbag, but he knows his way around the still. Yeah, maybe. Feels like it'd be much easier for everyone if I just stayed gone. Mm. But life ain't about being easy. I am taking back what's mine. Mm. I need legs, though, and I need muscle. Oh, you'll get that one, this one, and more, I promise you. Two of us already got a nice little business going. Long as you know, won't be pretty. I don't do pretty no more. So, what's the buy-in? First things first, I need a cookhouse. What's wrong with this place? Been empty for a while now. No, I need a good basement. I reckon I could try and get one of my old spots back up and running. Bastards seized them all after the raid. You buy me back one of those. I reckon you'll have a fair enough investment.
teach you everything I know. So what you say? Believe me, nobody knows more about moonshine than Maggie. Nice. Listen to her. You'll make that back in no time. Come on, the two of you were made for each other. Ja, Krips, ich kauf ja schon was. Jetzt stress dich halt nicht. Vielleicht kann er mich dann ein bisschen besser leiden und baut nicht ständig mein Camp ab. Und vielleicht mag er unseren Hundi dann auch ein bisschen mehr. Okay, also wir können in der Bayou was kaufen. Bayou nehme ich an, ist in Saint-Denis. Ja, sieht man hier unten. Bayou ist in Saint-Denis. Grizzlies, bin ich nicht zu Hause, Leute. Hennigan-Stead in New Austin ist eine coole Location. Heartlands ist wahrscheinlich die beste Location. Also das ist ja direkt bei Emerald Ranch, nehme ich an, oder? Sieht zumindest so aus, als wenn das, wisst ihr, was das sein könnte? Das könnte das Ding sein, das zum Verkauf steht, schon sehr, sehr lange direkt neben Emerald Ranch. Das ist ein sehr, sehr schönes, eine sehr, sehr schöne Hütte. Aber Leute, ich glaube, es kommt nicht als Wunder, dass ich meins in Tall Trees kaufe, denn ich lebe in West Elizabeth. Direkt bei Blackwater, das ist mein Zuhause in Red Dead. Ich liebe John Marston. Ich glaube, viele von euch wissen das. Und wenn ich John Marston hier im Spiel heiraten könnte, würde ich das sofort tun. Ich habe ihn leider noch nie getroffen im Spiel. Sehr, sehr schade. Aber wir leben in Blackwater. Wir lieben die Great Plains. Und natürlich werden wir in Tall Trees das Ganze kaufen. Es ist wahrscheinlich jetzt nicht so die beste Idee, weil wahrscheinlich sehr, sehr viele das machen werden. Wobei die meisten, denke ich mal, werden in den Heartlands und in den Grizzlies sein. Ich habe keine Ahnung. Wir kaufen auf jeden Fall das Ganze in Tall Trees und wir können das Ganze auch verkaufen für 200, nicht verkaufen. Can I offer you a ride, Miss Spike? Suppose so. Stop for a drink on the way. We just had a drink. I know. Now I want another. Ja, ich habe ganz offensichtlich auch einen Drink. Wir können für $250 können wir das auch umstellen. Also falls es jetzt irgendwie gar nicht passt in Blackwater, Schwarzbrenner-Rangaufstieg. Jawohl, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt Schwarzbrenner und oh mein Gott, wir haben gleich mega viele Sachen bekommen. Was geht ab? Und ich nehme mal jetzt einfach an, dass wir jetzt benutze die Option Lager und Immobilien im Spielermenü, um den Standard der Schwarzbrennerei zu wechseln. Ja, okay. Der sagt uns das jetzt hier gerade schon. Und wir müssen jetzt mal gucken, weil wir müssen jetzt ganz offensichtlich wieder zurück. Ihr habt wieder gesehen, es war wieder ein super netter Spieler hier. Der rennt hier gerade. Wie heißt er denn? Doktor. Jetzt ist er weg. hier ist auch einer drin. Die meisten sind hier tatsächlich sehr, sehr nett. Ich wurde letztes Mal wieder abgeschossen, aber viele von euch hatten mich schon gefragt, wie das funktioniert, wo man sieht, in welcher Lobby ihr seid. Ihr müsst einfach Linksklick machen auf den Cursor und dann nach unten scrollen. Online-Optionen und dann seht ihr hier, ob ihr in der Niedrig-Lobby spielt oder nicht. Hier die Feindseligkeit und deine Markierung ist für andere Spiele nur auf kurze Entfernung sichtbar und es ist quasi so, dass ich in der Niedrig-Lobby bin. Das heißt, mit lauter Spielern, die nett sind quasi wie ich. Wir haben manchmal schwarze Schafe, die werden aber dann von Rockstar irgendwann entfernt und werden in eine höhere Lobby geschmissen, wo eben auch unfaire Spieler spielen oder halt Spieler, die das lustiger finden, andere abzuschießen. Und da sind wir wieder im Lager gespawnt. Ich habe jetzt gerade schon Sus Hallo gesagt. Im Outlaw Pass gibt es ja jetzt einen Husky, was mich ein bisschen aufregt, weil ich habe, ich glaube, $350 für Sus bezahlt. Und im Outlaw Pass gibt es jetzt einen Husky. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass ich dann meine $350 zurückbekomme. Ehrlich gesagt. Aber gut. Oder zwei Hundis haben kann. Das wäre natürlich auch mega, mega nice. Ich habe mich jetzt quasi ins Lager spawnen lassen. Es ist neu. Und ich finde es mega, mega cool, dass man jetzt direkt im Lager spawnt. Und jetzt sehen wir hier, die Schwarzbrennerei ist direkt bei Manzanita Post, was richtig nice ist, Leute. Und ja, nachdem ich da ein paar Mal hin und her gelaufen bin, kann ich mir vorstellen, dass ich das definitiv auch ohne ein X finde, weil ich mich hier eigentlich ganz gut auskenne. Und natürlich gibt es jetzt hier natürlich mega viel Wildlife, wenn ich jetzt gerade nicht jagen gehe, Leute. Und da sind wir auch schon. Das ist doch mega nice, oder? Oh mein Gott, es ist echt richtig cool. Ach, hier ist der Platz für unser Pferd. Dann machen wir das doch gleich so, wie es gehört, Leute, oder? Oder auch nicht. Hallo, bitte. Jawohl.
So. Violet, bitte warte auf mich. Bin gleich wieder da. So, wir sollen uns der Tür nähern und dann Dreieck drücken. Das sollten wir hinbekommen. Sprich mit Maggie. Okay, wir sprechen mit Maggie. Still in jail and Danny Lee and Braithwaite are still taking our customers. You let me know when you're ready to make a move. We shouldn't sit on this too long. Okay, Koch retten. Ja, dann machen wir doch erst Koch retten. All right. Well, next on the list is a cook. Can't do much without that. Stimmt. Since Danny Lee sold his soul to the Braithwaites, we've been courting a feller called Marcel. Der Ekelhafte. Friend of Cripps used to work as a chef for Jessica Leclerc. Oh, die kennen wir. But he comes from a long line of French distillers. Seems to know what he's doing. Ooh. Problem is, another alpha got wind of this and grabbed him. Huh? So, let's see some of that muscle Cripps promised me. Okay, also wir müssen Marcel retten. Was wir natürlich gerne machen, ich muss mal ganz kurz gucken, was wir sonst alles so da haben. 49 Schuss, 141 und 200. Das sollte, ich hoffe zumindest. Marcel wird gefangen gehalten und wir müssen ihn jetzt retten. Ja gut, das sollten wir also hoffentlich hinbekommen. Habe ich Hunger, Durst? Oh, Dead Eye ist schlecht. Dann holen wir uns doch jetzt nochmal schnell was für Dead Eye. Nehmen wir mal normales Schlangenöl. Runter damit. Jawohl. Und los geht's, Leute. Lasst uns Marcel retten, unseren Schwarzbrenner. Ohne den definitiv nichts läuft, hätte ich gesagt. Und wenn der mit Jessica zu tun hatte, mit der hatten wir ja auch schon gearbeitet, mit der Jessica. Okay. So, dann gucken wir erstmal, ob wir uns irgendwie in irgendeiner Form... Oha. Okay, es sind einige, aber nicht so viele, wie ich dachte. Also ich dachte, da sind jetzt mega, mega viele Leute. So, den ersten haben wir gleich mal. Den zweiten. Oh, ich hab nicht getroffen, alter Vater. Wo ist er denn? Wo ist denn der andere? Bin ich... Oh Gott, als ob. Da ist noch einer. So, haben wir jetzt alle? Ja, jetzt wart halt. Lass mich doch jetzt erstmal plündern. Okay, das war ein bisschen einfach, Leute. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass es so einfach wird. Wir müssen jetzt mal gucken, ob jetzt noch mehrere kommen, weil, also das war jetzt, also dafür hätte ich mein Schlangenöl nicht verbrauchen müssen. Die haben es mir jetzt dann doch sehr, sehr einfach gemacht. Ich komme gleich. Bin gleich da. Oh, hier ist noch eine Schatulle. Die öffnen wir natürlich sofort. Was ist da drin? Nichts, oder was? Als ob. Oh, hier hinten ist noch irgendwo ein Tor. Ich komme ja gleich. Ey, kein Stress. Ich guck nur, was die alle dabei haben. So, jetzt bin ich da. Ich komme sofort. Wo muss ich hin? Wo bist du denn? Da. Hi, Marcel. Lass uns gehen. Ich hole kurz mein Pferd. Warte kurz. Ja. Wo ist mein Pferd? Violet, da ist sie. Komm, Violet. Ja, da bist du, Maus. So. Komm, steig auf, Marcel. Hopp, hopp, hopp. Jawohl, okay, los geht's. Ich bin jetzt gespannt, ob wir noch irgendjemanden treffen, der uns noch versucht, den Marcel wegzunehmen. Ja, da kommen ja schon welche. Wo ist der andere? Okay, hier ist irgendwo ist noch einer. Haben wir alle? Okay, ja, ich komme ja. Alle so voll im Stress. Oh, 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 oh. Nee. A friend of hers is a friend of mine. Did Madame Fike tell something about me before she asked you to save my life? Allow me to introduce myself.
I am Marcel. Schön, dich kennenzulernen. I was recently employed by a lady named Madame Leclerc. Ey, wir machen hier den vollen Umweg. They wanted me for my skills as a brasseur. One who makes eau de vie. Moonshine, yes? Moonshine, ja. Wait a minute. I thought you looked familiar. You came to visit Madame Leclerc once with Orly, yes? Ja. Oh. Als ob er sich an uns erinnern kann. Your situation has improved, no? I wish I could say the same for myself. Was ist da? Da hinten sind, glaube ich, wieder, nee. Hä? Waren da jetzt Gegner oder waren es nur Wölfe oder Bären oder so? Ich weiß es nicht, Leute. Wir rennen jetzt einfach mal weiter. Oha, okay. Als ob ich die jetzt alle nicht erwischt hätte. Da, hier irgendwo ist noch einer. Okay. Den. Ja, ja, ja. Es tut mir leid. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Es tut mir leid. Ich hatte ein bisschen Brain Lag. Passiert. Und ich habe auch keine Kopfschüsse getroffen. Aber es läuft halt nicht immer, ne? Oh, ich, wir müssen hier runter. Ich habe es noch nicht ganz im Griff, wo wir hin müssen. One of Madame Fike's old hideaways, I see. Ja. I have some fond memories here. Now, where is Madame Fike? We have much to discuss. Oh mein Gott, der Jingle zum Schluss ist ja mega nice. Okay. Wir haben 300 XP bekommen, was natürlich ganz cool ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz... Ich habe ungeöffnete Pakete, das ist nice. Okay, dann hätte ich aber gesagt, war es das auf jeden Fall mit dieser Folge. Wir haben Marcel gerettet, wir haben jetzt eine Schwarzbrennerei. Und ich hätte gesagt, beim nächsten Mal könnten wir die Mission machen und mal gucken, ob es noch mehr Story-Quests gibt. Das macht mir auf jeden Fall schon mega Spaß. Ich bin... bisschen überrascht, dass es so einfach war, den Marcel zu retten. Ich bin gespannt, ob die Versorgungsmissionen genauso einfach geregelt sind. Und dann hätte ich gesagt, war's das mit dieser Folge von Red Dead Online. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!